Präsident, ein Top-Thema beim EU-Gipfel in Bratislava nächste Woche wird die Flüchtlingskrise sein. Wird Rumänien der Linie der Bundeskanzlerin folgen und sich für mehr Solidarität einsetzen in dieser Frage? Oder besteht die Möglichkeit, dass Rumänien sich den Visegrad-Staaten annähert und die Flüchtlingsquote glatt ablehnt? Rumänien hat von Anfang an ganz klar gesagt, wir wollen Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Das haben wir auch konsequent so verfolgt. Es ist vielleicht gar nicht so bekannt, dass selbst wenn wir anfangs gegen die Quote gestimmt haben, nachdem es mal beschlossen war, haben wir das, was beschlossen wurde, auch angewendet. Rumänien nimmt Flüchtlinge auf. So viele, wie viele eben nach Rumänien kommen wollen, und das sind nicht viele, aber das ist bloß ein Teil dessen, was wir zur Bewältigung der Flüchtlingskrise tun. Sie wissen vielleicht, Rumänien ist sehr aktiv im Rahmen von Frontex, und das ist vielleicht ein Detail, was man erwähnen sollte. Rumänien ist der zweitgrößte Teilnehmer an Frontex. Nummer eins ist natürlich Deutschland. Und so sehen wir unter anderem unsere Aufgabe in der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Wir wollen keinesfalls daneben stehen und zusehen. Wir wollen mitmachen, wir wollen mitlösen. Wenn wir jetzt konkret an die Balkanroute denken und sehen, dass diese Balkanroute immer dichter wird durch Mauern, durch Zäune und gleichzeitig hören, dass eine weitere Route eröffnet werden könnte über das Schwarze Meer, über Rumänien, hat Rumänien einen Notfallplan in dem Fall? Rumänien ist nicht Mitglied des Schengen-Raums, leider. Aber das hat uns auch in die Situation gebracht, dass wir auf jeden Fall unsere Außengrenze selbst verteidigen, und wir tun das mit recht gutem Erfolg. Es hat Versuche gegeben, schon bisher von Flüchtlingsgruppen aus Richtung Serbien nach Rumänien zu kommen und von da weiter. Das haben wir verhindern können. Genauso werden wir verhindern können, falls jemand auf die Idee kommt, über das Schwarze Meer nach Rumänien zu kommen. Wir haben das mit unseren Nachbarn am Schwarzen Meer besprochen. Es ist eher unwahrscheinlich, weil das Schwarze Meer ist von diesem Standpunkt viel schwieriger zugänglich als zum Beispiel das Mittelmeer. Glauben Sie, dass Europa in die Gefahr rutschen könnte, auseinanderzubrechen wegen dieser Krise? Ein Abspalten Kerneuropas und die Peripherie wird sich selbst überlassen? Nein, das denke ich nicht. Ich glaube an Europa. Ich bin Pro-Europäer. Ich denke, die Europäische Union wird diese Krise in den Griff kriegen, so wie sie auch die vorigen Krisen in den Griff bekommen hat. Die Migrationsfrage wird nicht zur Spaltung Europas führen. Herr Präsident, ich danke für das Gespräch. Danke.